Ich habe gehört, es soll keine bezifferte Forderung geben. Wie kann man sich das vorstellen? Wir haben in dieser Tarifrunde gesagt, wegen den ganzen Themen, die es gibt, rund um die Transformation, dass wir keine bezifferte Forderung stellen. Aber wenn man sich die Konjunktur anguckt in Deutschland, was ist im Moment noch der Motor, was treibt es noch an, dann ist es die Binnenkonjunktur. Und Binnenkonjunktur darf nicht abgewürgt werden. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen in dieser Tarifrunde eine Stärkung der Kaufkraft. Einfaches Deutsch. Das heißt, am Ende der Tarifrunde müssen die Kolleginnen und Kollegen mehr Geld in der Tasche haben als vorher. Wenn die Arbeitgeber das freiwillig rausrücken, ich meine, schlussendlich stärkt es ihre Interessen. Das erzählen wir ihnen ja immer. Wenn sie den Menschen nicht mehr Geld geben, können die nicht ihre Produkte kaufen. Aber leider funktioniert das nicht so einfach. Auch da geht es darum, wir müssen da die Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen für haben. Das heißt, auch da müssen die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb sagen, ihren Leuten sagen, ihren Arbeitgebern sagen, ja, wir brauchen dieses mehr Geld im Portemonnaie als vorher, weil bis jetzt habe ich leider noch keinen Arbeitgeber erlebt, der freiwillig wirklich was bezahlt. Deshalb jetzt dafür sich bewegen, jetzt fürs Geld auch mit an den Aktionen beteiligen. Wir brauchen Fotos, Filmchen, wir brauchen irgendwelche Kommentare, alle, um all das geht es. Wir brauchen Debatten in den Betrieben. Alles, was irgendwie zeigt, dass man dahinter steht, das hilft uns und das tut uns gut.